Hallo, heute zeige ich euch ein etwas anderes Rezept. Natürlich schmeckt das bestimmt auch manchem Zweibeiner, aber dafür ist das jetzt nicht gedacht. Ich koche momentan Schonkost für meine Vida, die hat ein bisschen Probleme mit Magen und Darm. Also sage ich euch jetzt für die Hundehalter unter euch, die das dann wahrscheinlich mehr interessiert. Naja, einem Mensch hilft das natürlich auch, ist ja klar. Jedenfalls, ich habe jetzt hier 300 Gramm losen Reis. Ich brauche 1 Liter Wasser, eine kleine Prise Salz, ich habe 350 Gramm Hähnchenbrust in den Filet, einen Apfel und eine Möhre. Jetzt werde ich das Hähnchen noch kleiner schneiden und dann wird das mit dem Reis zusammen in dem Wasser mal erst schön ziemlich weich und breiig zerkocht. Das kleingeschnittene Hähnchen mit meinem Reis ist jetzt im Topf. Dazu gebe ich jetzt eine ganz, ganz kleine Prise Salz, nicht so sehr viel. Das reicht. Während des Kochens muss man hier natürlich öfter rühren, weil das kennt ja jeder, der Reis, der brennt ja nur sehr, sehr gerne an. Aber man sieht, hier passiert schon was. Da muss man natürlich dann gleich beobachten, ob durch das Verkochen man dann nochmal wieder Wasser nachgeben muss. Möhre und Äpfelchen habe ich jetzt auch ganz, ganz klein geschnitten. Das gebe ich jetzt da drunter. Ich merke schon, dass ich noch etwas Wasser nachgeben muss. Wird mir jetzt schon reichlich trocken. Ein ganzer Teil verdampft natürlich auch. Aber wichtig ist auch, dass vor allen Dingen auch die Möhren mit zerkocht werden. Die Schonkost für Vida ist jetzt fertig. Sieht recht appetitlich aus, auch für Menschen. Ist natürlich nur sehr, sehr laff, weil ja im Grunde gar keine Gewürze da dran sind. Ein paar ganz kleine Krümelchen Salz und das war's. Das lasse ich jetzt abkochen und dann werde ich das portionsweise mit meinem Vakuumierer einschweißen, damit ich für die nächsten Tage dann genug für die Vida zum Fressen habe. Also ich finde die Schonkost für meine Kleine, die sieht schon ganz appetitlich aus, ist jetzt auch abgekühlt. Jetzt werde ich das Ganze mal portionsweise einschweißen. Mein Vakuumierer kennen ja einige von euch vielleicht. Den habe ich ja bereits in einem Unboxing schon vorgestellt und im Test gehabt. Ich benutze jetzt diesmal hier zum Einschweißen den Schlauch, nicht einzelne Beutel. Das ist auch die günstigere Variante. Und ich kann mir dann wirklich für die Menge dementsprechend abschneiden, wie ich das haben möchte. Und brauche nicht unbedingt die großen Beutel. Ich habe jetzt in dem Fall hier nur ein kleines Stück. Jetzt muss ich natürlich mal erst das eine Ende dort oben zuschweißen. Tüte ist zu. Das ist jetzt hier noch richtig warm. Deshalb denke ich, einen kleinen Moment warte ich jetzt mal. Jetzt fülle ich hier das Futter rein. Und zwar wieder bekommt eine Dose von mir am Tag. Das sind ca. 400 Gramm. Finde ich eigentlich manchmal ein bisschen viel. Aber ich sage dann auch schon mal scherzhaft dickes, obwohl sie eigentlich gar nicht dick ist. Okay, das Futter werde ich jetzt mal abwiegen, was ich hier gekocht habe. Ich denke mal, ich werde dann so fertig machen, vielleicht 350 Gramm. Dann habe ich jetzt hier die Tagesration. Das ist auch eine super Idee, das dann gleich, wenn es hier eingeschweißt ist, einfach einzufrieren. Wäre auch eine super Sache. Sind dann mal solche Geschichten schnell rausgeholt und man hat immer was parat. Zeige ich euch das mal. So sieht das dann jetzt aus. Das wäre dann jetzt für meine Begriffe für die Vida eine Tagesration von ihrer Schonkost. Jetzt weiß ich auch ganz genau, was da drin ist. Wäre vielleicht sogar eine Idee, sich so Hundefutter selber herzustellen. Aber da muss ich ehrlich sagen, da habe ich immer ein wenig Angst. Auch die Leute mit dem Barfen, tolle Sache. Aber ich kenne mich dafür einfach zu wenig aus. Und deshalb wage ich mich das nicht, greife da lieber auf ein gutes, ausgewogenes, fertiges Nassfutter zurück, dann hoffe ich, dass ich das dann damit richtig mache, um das mal so zu sagen. So, okay. Jedenfalls, das hier ist jetzt eine super Schonkost. Hier drin habe ich jetzt so 370 Gramm. Das kann ich jetzt natürlich auch einfrieren. Habe dann immer was auf Vorrat da, für den Fall der Fälle. Wie ihr seht, der Reis ist jetzt hier richtig matschig gekocht und der Tipp für Darmerkrankungen mit Schonkost hat euch ein bisschen gefallen. Betrifft natürlich eigentlich nur die Hundebesitzer. Komm hier, ist ein Leckerli. Sitz. Du
Die kleine Maus darf das jetzt auch mal direkt probieren. Wieder. Das war, glaube ich, lecker. In diesem Sinne. Naja, jedenfalls schmecken tutet ihr noch. Schmecken ist auch eigentlich nicht das Problem. Was hab ich einen braven Hund. Bis bald. Tschüss.